deutsche Stabilitätskultur einzuschwenken, mitzumachen, überragende Erfolge. Zunächst muss jeder selber darüber entscheiden, wie lange er ein Amt wahrnimmt oder nicht. Entscheidend ist, dass er unkonditioniert gewählt wird. Das verleiht ihm die Unabhängigkeit, souverän zu handeln und souverän zu entscheiden. Zunächst haben sich ja die Devisenmärkte in Europa ungeheuer stabil entwickelt. Bei den Turbulenzen, die durch die Krise in Südostasien entstanden ist, hat sich Europa als eine Insel der Stabilität erwiesen. Alles, was uns vor 5 oder vor 10 Jahren prophezeit wurde, ist nicht eingetreten, sondern die Märkte sind sehr ruhig, haben vertraut auf die Konsolidierung. Die Fundamentaldaten einer ganz konsequenten Konsolidierung in allen Ländern haben ihre Wirkung getan und werden das auch künftig tun. Und da überhaupt keine Aussicht besteht oder eine Gefahr besteht, dass die Länder von ihrer Konsolidierungspolitik Abschied nehmen, besteht auch kein Anlass, Sorge zu haben, dass es auf den Devisenmärkten zu Turbulenzen käme. Der Euro hat eines schon erreicht, was die Mark und auch andere stabile Währungen hatten und haben, nämlich das Vertrauen der Märkte. Und das ist wichtig für das Vertrauen der Menschen. Deutschland hat in diesem Jahrhundert Katastrophen auch währungspolitisch mitmachen müssen. Jetzt. Okay.